Moinsen und herzlich willkommen zurück zur 38. Folge von The Book of Unwritten Tales 2. Wir haben Strom. Das ist super und der kleine Nate will unser Freund sein. Und wir haben in der letzten Folge Strom gemacht und brauchen jetzt noch flauschige Farbe. Und gucken mal, wie wir weiterkommen. Ich hoffe, wir kommen endlich aus dem Tunnel hier raus. Ich habe die Landkarte gesehen, die du gemacht hast. Wobei, Landkarte kann man das ja nicht nennen. Es ist fast eine Miniaturwelt. Tudü. Ja, all die Berge und Wälder und Städte. Und das hast du alles nur aus Büchern und den Erzählungen deiner Eltern? Kann ich mir gar nicht vorstellen, wie es ist, noch nie diese Unterwelt verlassen zu haben. Blauer Himmel, grüne Bäume, frische Luft. Dir steht eine Menge vor. Der Kleine. Ich bring dich hier raus, Nate. Versprochen. Du hast wirklich den Konstruktor TM gebaut? Ich weiß, was Erfindungsreichtum und Ehrgeiz alles bewerkstelligen könnten. Ich komme aus einer Gnomenfamilie. Aber der Konstruktor, das ist wahrlich ein beeindruckendes Stück Technik. Ja, wenn wir ihn zum Laufen kriegen, sollte die Lieferung im Handumdrehen fertig sein. Was brauchen wir, um den Konstruktor zum Laufen zu kriegen? Was fehlt noch, damit der Konstruktor seine Arbeit aufnehmen kann? Stimmt. Kohle für die Dampfmaschine und ein Kühlschrank. Ah, jo. Ach, voll vercheckt. Das war ja letzte Folge, dass wir das suchen müssen. Gut, war nett mit dir zu plaudern. Und den Keilriemen wissen wir, wo es den gibt. Betritt das Heim des Zombies. Ich weiß nicht, wir haben, glaube ich, noch irgendwas vergessen. Warte mal, nach der Kantenschlüssel, hier konnten wir zwei Sachen letztes Mal nicht untersuchen. Ein kleiner Kantenschlüssel. Nate muss ihn für die Konstruktion der Landkarte benutzt haben. Er hat bestimmt nichts dagegen, wenn ich ihn mir ausleihe. Warte mal, der sieht aus wie der bei der Ratte und wir können wahrscheinlich damit die Kuckucksuhr zum Laufen bringen. Das ist ein Feuerwerkskörper. Was? Als der Krieg vorbei war, gab es eine große Siegesfeier in Seefeld. Mit jeder Menge Raketen und Knallfröschen. Es brachen mehrere Feuer aus und die Stadt wurde stärker in Mitleidenschaft gezogen als zu irgendeinem Zeitpunkt des Krieges. Zu feiern habe ich nichts, aber vielleicht kann ich das Schwarzpulver mal gebrauchen. Und hier ist, glaube ich, noch ein Knallkörper. Hey, noch ein Feuerwerkskörper. Zum Glück sind wir doch nochmal hier reingegangen. Und deswegen gucken wir jetzt auch mal den Vogelkäfig an. Er hat den besten Spielplatz, den man sich vorstellen kann. Aber keine Spielkameraden. Okay, aber kann man den Raum noch weiter aufmachen? Ja. Eine leere Cognac-Flasche. Als Deckel fungiert ein kleiner Musketierhut. Noch einer für alle, steht auf der Flasche. Den nehmen wir mal. Ich mag keinen Alkohol. Aber der Deckel ist witzig. Jetzt haben wir einen Umhang und einen Hut. Damit können wir bestimmt was machen. Jetzt auch für die Ratten. Für Timmy oder so. Auf jeden Fall wollten wir jetzt erstmal mit dem kleinen Schlüssel die Kuckucksuhr aufziehen. Und wie ich den Keilriemen. Wie wir den Keilriemen bekommen, wüsste ich auch schon. Es funktioniert. Sie tickt. Stellen wir mal auf 12 Uhr. Müsst ihr doch im Vogel rauskommen. Oh, da können wir den Vogel klauen. Der Vogel ist ganz schön mitgenommen. Er verliert bereits seine Federn. Ach was, okay. Noch mehr Feuerwerkskörper? Was ist denn los hier? Wo kommen die denn plötzlich her? Hey, noch ein Feuerwerkskörper. Warte, dann... Oh, was ist denn hier? Das war vorher auch noch nicht da. Box mit einem Schalter darauf. Ah, geil. Ich werde widerstehen. Das ist doch die Box, die sich selber wieder zumacht einfach. Na gut. Das könnte die beste Maschine sein, die jemals gebaut wurde.
Oh. Einmal noch. Einmal noch. Das macht Spaß. Ich weiß nicht warum. Einmal noch. Ah, komm, danach ist aber auch Schluss. Okay. Dann gucken wir uns die Maschine an. Erkenne ich sofort, was das ist. Ein Müllsauger, der Müll vorne einsaugt und hinten auspustet. Das bringt was? Einige fragen sich vielleicht, was das soll. Ja. Gute Erfinder stellen sich solche Fragen nicht. Holy shit. Wir können aber nichts nehmen. Okay, können wir hier so einen Brocken nehmen? Ich brauche einen Brocken vom intelligenten Stein, Gulliver. Für den Konstruktor? Natürlich, nimm nur. Okay. Jetzt haben wir auch einen Brocken. Wir haben ja schon einiges wieder gefunden. Und jetzt gehen wir nochmal da, wo Remy runtergegangen ist, weil Feuerwerkskörper anscheinend überall rumliegen. Und außerdem brauchen wir dann noch das Seil, weil... Na? Feuerwerkskörper? Hey, noch ein Feuerwerkskörper. Wir nehmen jetzt alle auf. Hey, noch ein Feuerwerkskörper. Hey, noch ein Feuerwerkskörper. Ja, Moment. Und dann gehen wir jetzt trotzdem nochmal auf den Müllberg, weil da liegen jetzt bestimmt auch Feuerwerkskörper plötzlich rum. Tatsächlich. Hey, noch ein Feuerwerkskörper. Komm, und den auch noch? Das müssen wir jetzt natürlich alle aufsammeln. Noch ein Feuerwerkskörper. Auch wenn wir wahrscheinlich nur einen gebraucht hätten. So, jetzt gucken wir nochmal bei Remis Abgrund. Wahrscheinlich liegen hier auch Feuerwerkskörper rum. Tatsache. Hey, noch ein Feuerwerkskörper. So, jetzt betrachten wir das Seil. Wenn ich sonst schon nicht. Okay, können wir auf der Trommel spielen. Nicht schlecht für einen Anfänger, was? Übung macht den Meister. Ist das jetzt wie Fischen, dass der besser wird? Ich werde langsam richtig gut. Komm, noch ein viertes Mal. Yeah. Ah, das ist ja so schön wie die Maschine. Yeah. Okay, nein, ich wollte eigentlich den Sack. Ich knote das andere Ende hier fest, damit er nicht herunterfällt. Okay. Der kleinste Sandsack der Welt. Selbst für mich wäre er zu klein, um damit zu trainieren. Nicht, dass ich das vorhätte. Das ist mehr als genug Kohle, um der Dampfmaschine Beine zu machen. Ich muss sie nur irgendwie aus dem Fels bekommen. Da. Ich kann das Pulver nicht einfach so in den Spalt rieseln lassen. Es würde sich verteilen und damit einen guten Teil seiner Kraft einbüßen. Können wir das in den Sack packen? Natürlich nicht. Der kleinste. Das ist mehr als genug. Okay, wir wissen aber schon mal, wo wir Kohle herbekommen. Das ist sehr, sehr gut. Dann reden wir doch jetzt nochmal mit Timmy. Ja, wir brauchen nämlich den Keilriemen auch. Und da sind schon beide Sachen, die wir brauchen für die Maschine. Der Keilriemen dort oben. Wäre der für unsere Sache geeignet? In Ordnung. Dann müssen wir ihn nur noch irgendwie runterkriegen. Warte mal, wir können bestimmt die Feder an den Hut. So ein Musketierhut. Ein Musketierhut mit Feder? Das erinnert mich an etwas. Ah. Hm. Okay. Gut, dann ab ins Rattenlager. Wahrscheinlich liegen da jetzt auch überall Feuerwerkskörper rum, nur ein riesiger. Oder doch nicht? Jo, dann reden wir mit Essel, weil das, die muss ja der Zombie-Braut helfen. Es gibt da jemand, der dein alchemisches Talent gebrauchen könnte. Ich habe jemanden getroffen, der Hilfe bräuchte. Deine Hilfe, um genau zu sein. Hat er eine Frage, die ihn quält? Ich habe keine Antworten. Nur noch mehr Fragen. Oh. Er ist eine Sie. Und es geht um ein alchemistisches Problem. Sie will eine, flauschige, rosa Farbe mischen.
Yeah. Verstehe. Machbar. Was? Machbar? Dann kannst du ihr zeigen, wie es geht. Ja. Monsieur de Dumas sagt immer, wir sollen anderen helfen. Wo ist sie? Also, da gibt es so ein Problem. Ein kleines Problem geben. Kleines Problem? Wieso? Ein winzig, klitzekleines Problemchen. Winzig, klitzekleines Problemchen? Wer ist sie? Das ist geheim. Wir versuchen sie mal trotzdem rüberzukriegen. Ja, genau. Geheim? Ja, du musst deine Augenbinde tragen. Und eine Wäscheklammer auf der Nase. Wie soll ich dann die Chemikalien mixen? Ich muss sehen, wie sie sich verhalten und riechen, ob die richtige Konzentration erreicht ist. Nein, keine Augenbinde, keine Wäscheklammer. Sie ist ein Zombie. Ein Zombie. Du wolltest mich in die Höhle dieser Monster bringen? Es sind keine Monster. Es sind Gulliver und Esther. Und sie wollen dir nichts tun. Naja, wir sollten uns von Gulliver vielleicht erst einmal fernhalten und... Ich werde nicht mitwirken. An gar nichts. Oh. Bist du sicher, dass du den Zombies nicht helfen wirst? Sie wollen die Höhlen verlassen. Ist das nicht ein Grund für dich, ihnen zu helfen? Hätte die Höhlen lieber Monster frei. Das kannst du mir glauben. Aber ich gehe nicht in die Nähe der Monster. Hat mich ein Bein gekostet beim letzten Mal. Gibt es gar keine Chance? Naja, wenn Schweine fliegen könnten. Oder wenn Monsieur de Dumas mich darum bittet, natürlich. Für Monsieur de Dumas tue ich alles. Er würde dich bitten, ihnen zu helfen. Ganz bestimmt. Wer ist das? Aber nicht. Und er ist nicht da. Okay, ich kann mit Monsieur de Dumas, Muskeltier... Ja, ich habe eine Vorstellung, wie wir das lösen können. Ich muss weiter essen. Ich versuche, Timmy zu überreden. Unterkriegen, mein Großer. Timmy? Ich könnte vielleicht deine Hilfe gebrauchen. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen, Timmy. So? Es geht um die Zombies. Ich schaffe es nicht allein. Ich soll den Leuten helfen, die Sachen nach mir schmeißen? Und was hast du davon? Bringen sie dich hier raus, damit du verschwinden kannst. Oh, diese Ratte. Sie brauchen auch Hilfe. Jorge nimmt sie aus. Das ist doch Jorge, den Händler. Er hat sie in die Stadt geschmuggelt und hierhin hinabgelassen. Sie müssen für ihn schuften, bis sie ihre Schulden abgearbeitet haben. Er nimmt sie aus. Sollen sie halt aufhören, für ihn zu arbeiten. Sie können nicht einfach aufhören, hat sie in der Hand. Aufhören? Und dann? Sie sitzen hier im Untergrund fest. Ohne Gold, ohne Weg nach draußen. Was sollen sie machen? Sollen sie von den Abfällen der Gesellschaft leben wie die... wie ihr? Es ist kein schlechtes Leben. Zumindest war es das nicht, bis wir in Hamster verwandelt wurden. Einigen von uns wurden Kleidchen angezogen und Hüte aufgesetzt. Was zur Hölle? Kannst du dir das vorstellen? Frag dich selber, was würde Remy tun? Was würde dein Onkel Remy tun? Er plant jetzt an seine Ehre. Er würde hinab in das schwarze Loch steigen, um einen Weg zu finden, den Zauberstab zu zerstören, der gerade unsere Welt verwandelt. Ich brauche wirklich Hilfe, Timmy. Die Zombies brauchen unsere Hilfe, Timmy. Warum sollte ich dir und den Zombies helfen? Komm schon, Mann oder Maus. Ach, komm schon, Timmy. Mann oder Maus? Ratte! Eine der Ratten, die versuchen zu retten, was zu retten ist. Alle sind dort draußen auf den Straßen und kämpfen. Und alle da draußen und kämpfen. Warum sitzt du dann hier herum? Wenn alle Ratten da draußen ihr Ach komm, jetzt ist aber seine Ehre gepackt. Ich würde sofort gehen. Aber Onkel Remy hat mich gebeten, hier zu bleiben. Und ich höre auf meinen Onkel. Ich brauche wirklich Hilfe, Zombies, Timmy. Zombies brauchen unsere Hilfe, Timmy. Warum sollte ich dir und den Zombies helfen?
Sie brauchen Hilfe. Jorge nimmt sie aus. Das hatten wir doch schon. Er hat sie in die Stadt geschmuggelt und hierhin hinabgelassen. Sie müssen für ihn schuften, bis sie ihre Schulden abgearbeitet. Er nimmt sie. Unschuldige, denen ein Unrecht angetan wird, vor ihrer Haustür. Die Zombies haben niemandem etwas getan und wollen einfach nur ein besseres Leben für sich und ihren Sohn. Ich sage ja nicht, dass ich richtig finde, was Jorge mit ihnen macht. Aber du unternimmst nichts dagegen? Hast du nicht gesagt, man soll anderen helfen, wann immer man kann? Hier hast du eine Gelegenheit, direkt vor deiner Haustür. Und ganz nebenbei verschaffen wir dir einen Weg hier raus, oder? Aber gut, eins nach dem anderen. Dass du zumindest den Zombies helfen willst, oh, ist Gott schon sei ein Dank. Schritt in die richtige Richtung. Verlass dich nicht darauf, dass ich weitere mache. Das bleibt abzuwarten. Freunde? Freunde. Ich helfe dir und den Zombies. Und dann sehen wir weiter. Sehr schön. Jetzt haben wir Remi. Und wir können doch jetzt bestimmt erstmal, ja, vorstellen, die sich kennen und zusammenarbeiten können. Wir werden zusammen dafür sorgen, dass ihr die letzte Lieferung für Jorge fertig machen könnt, okay? Schön, dich kennenzulernen, Nate. Er hat gesagt, ist mir eine Ehre. Glaube ich zumindest. Wir versuchen jetzt, Timmy hier zu verkleiden. Ich habe hier so einen kleinen Hut, Timmy. Und was willst du damit? Esther schafft es alleine nicht, die flauschige rosa Farbe zu mixen. Ethel muss ihr helfen. Aber Ethel hilft ihr nur, wenn Remy sie darum bittet. Onkel Remy gibt seine Befehle immer persönlich. Und ich glaube, selbst Ethel würde auffallen, dass du nicht Onkel Remy bist. Aber du... Eben. Deswegen dachte ich auch an dich. An... Ah! Eine Verkleidung! Nur, meine Stimme ist viel zu hoch. Ich könnte für dich sprechen. Das klingt wie ein Plan, der nur funktionieren kann. Sehr schön, dann geben wir noch den Mantel. Ich habe hier einen kleinen Umhang, Timmy. Und was willst du damit? Esther schafft aber... Okay. Onkel Remy... Nur... Ich... Das... Okay, dann haben wir jetzt Timmy verkleidet und werden jetzt mal versuchen, sie zu überreden. Lass uns ausprobieren, wie gut die so, Verkleidung ist. So, wir haben sie jetzt angezogen. Alles klar. Versuch dein Glück, Timmy. Schau mal, wer wieder da ist, Ethel. Ich bin's, Remy. Monsieur de Dumas. Wo soll Monsieur de Dumas sein? Wollt ihr mich auf den Arm nehmen? Meine Augen sind noch in Ordnung. Ihr Jungs. Verdammt. Können wir Schwarzpulver nicht hier irgendwo reinwerfen? Nee. Kaputte Waage. Ach, warte mal. Hängen die Halterung? Was haben wir jetzt gebaut? Okay. Wenn ich das Schwarzpulver aus den Feuerwerkskörpern ins Plakat einrolle, habe ich so etwas wie eine Dynamitstange. Ja, das hätte ich nicht gedacht, dass das funktioniert. Allerdings brauche ich dafür noch mehr Schwarzpulver. Noch mehr Schwarzpulver. Gut, aber wie wir das Schwarzpulver bekommen und weitere Aufgaben lösen, Timmy als Remy verkleiden und dem kleinen Nate hier helfen, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich freue mich über jeden Kommentar, gebt mir einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.